Hallo zusammen, hier ist wieder euer Teller und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy-Guide präsentieren. Heute geht es gleich um insgesamt drei Toys, die wir alle von oder durch eine Ruffaktion bekommen, die man jetzt mit Patch 10.07 freischalten kann. Und zwar, schauen wir mal rein, ist das die Fraktion Winterpelz Furbolgs. Und über die gibt es quasi bei einem Händler, wenn wir dann respektvoll glaube ich sind, ein Toy, und zwar haben wir hier die Schneedecke. Wie man den Ruf hochkriegt, werde ich jetzt gleich nochmal kurz erklären. Und dann gibt es noch zwei Toys, die man über Quest bekommt. Und zwar einmal die Lesebrille und dann haben wir noch urzeitlicher Knüppel aus Klauen und Fell. Ich habe jetzt hier zu der Fraktion schon den Rufguide aufgenommen. Ich versuche es jetzt aber nochmal ein bisschen zu erklären, wie ihr hier den Ruf zusammenkriegen könnt. Und zwar ist es so, dass wir jetzt mit Patch 10.07 quasi eine Questreihe hier weitermachen können, aber erst dann, wenn wir vorher ein paar Sidequests hier im Gebiet erledigt haben. Und da haben wir hier auf Mana Crew-Seite schon mal eine ganz nette Übersicht. Jetzt so ein bisschen im Schnelldurchlauf. Wir haben quasi drei Positionen. Wir haben einmal die Winterpelzhöhle, wir haben einmal Rosskieferbau und in beiden von diesen Lagern gibt es eine kurze Questreihe. Und die beiden müssen wir abschließen, dass wir eine dass wir zwei weitere Quests bei alten Grimhauer bekommen, ne? Und dann sind wir quasi auf dem Stand, wenn wir diese drei Spots abgeschlossen haben, dass wir dementsprechend weitermachen können mit den neuen Quests aus 10.07. Jetzt können wir da mal kurz reingucken. Ah, jetzt bin ich blöderweise zurückgegangen. Also, jetzt sind wir wieder auf dem Stand. Also, wir müssen einmal die Questreihe Gebrochene Traditionen machen bei Kratz heißt der, im Rosskieferbau. Dann müssen wir einmal Aushöhlung bei Sonova im Winter, in der Winterpelzhöhle machen. Und dann können wir beim alten Grimhauer dementsprechend die letzten beiden Quests in Angriff nehmen. Ich zeige es mal nochmal kurz auf der Map. Hier oben 65-16, 63-59 und 59-35. Genau, und wenn wir das gemacht haben, dann ist es so, dass wir eine Post kriegen von unserem netten Zwerg, dem Sonova. Und der schickt uns dann dementsprechend auch wieder hier in das Lager hin. Jetzt gilt quasi, oder geht es weiter mit Patch 10.07. Und dort müssen wir ein paar Quests erledigen. Dann steht irgendwann der Zwerg hier mit in dem Lager am Ende der Questreihe. Und jetzt müssen wir quasi Fertigungspunkte hochballern. Und diese Fertigungspunkte müssen wir auf insgesamt 100 erhöhen, um dementsprechend alle Belohnungen erhalten zu können. Die Fertigungspunkte erhöhen wir dadurch, dass wir eine Ressource farmen. Und zwar ist die Ressource wiedererlangte Furbolg-Artefakte. Und die kriegen wir von allen möglichen Primalisten hier in der Zone. Und diese Primalisten, die könnt ihr hier vorne umhauen. Da sind welche. Bei Imbo unten sind welche. Ach, halt hier unten. Bei Imbo sind welche. Ich habe die bei Vaktros gefarmt. Und zwar gibt es da Elite-Mobs oben. Da gibt es einmal Elementare. Und so Saurok-Primalisten, würde ich jetzt mal zu sagen. Und die Elementare droppen es nicht, aber diese Saurok-Primalisten, das sind so Echsenviecher, die droppen das sehr gut. Da könnt ihr einige zusammenziehen. Die sind im oberen Bereich von Vaktros. Unten sind Non-Elite, die droppen es auch, aber weniger gut. Wie gesagt, diese Elite-Mobs oben, wenn ihr die umhaut, immer 5 von diesen Dingern könnt ihr für einen Rufpunkt abgeben. Und oder für einen Fertigungspunkt. Und alle 25 Fertigungspunkte bekommt ihr eine Questreihe. Heißt, ihr kriegt insgesamt bei 25 Punkten 50, 75 und 100 dementsprechend diese Questreihen. Wenn ihr alles auf einmal farmen wollt, wie ich, hat bei mir eine halbe, dreiviertel Stunde gedauert bei den Elite, dann braucht ihr 500 von diesen Artefakten. Wenn ihr die zusammen habt und alle abgegeben habt, könnt ihr die erste Quest annehmen bei 25. Da gibt es halt dieses Schmuckstück als Endbelohnung. Bei 50 gibt es dann das erste Toy, die Lesebrille. Bei 75 gibt es dann dementsprechend das zweite Schmuckstück. Und bei 100 gibt es dann bei der Quest dementsprechend das letzte Spielzeug als Belohnung. Für jedes von diesen Questreihen gibt es auch dann immer eine Ruffraktion hoch. Heißt, wenn ihr die dritte Questreihe abgeschlossen habt, seid ihr auch auf respektvoll für das Toy, was wir beim Händler holen, aber wir wollen ja eh alle drei haben, deswegen macht er natürlich auch noch die letzten 25 Punkte auf 100 hoch, um unser letztes Toy zu kriegen. So, soweit zur Grunderklärung, wie das hier im Grunde nach funktioniert. Ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt noch das Toy und jetzt dann schauen wir uns jetzt mal alle drei einmal an
Und wenn jetzt da noch Fragen offen geblieben sind, wie es man das mit dem Ruf hochkriegt, dann schreibt das gerne einmal in den Kommentar, beziehungsweise ich habe hier schon den Rufguide aufgenommen, wo ich es vielleicht nochmal eine Ecke ausführlicher erklärt habe. Aber gut, jetzt erstmal die Toys. Gucken wir uns als erstes mal die Schneedecke an. Und zwar, was macht die? Warte mal, machen wir es da einmal auf. Grabt euch im Schnee ein. Okay, also jetzt stellen wir uns mal irgendwo Ebenes hin, weil Toys, na gut, hier ist nichts eben, aber Toys sind ja oftmals bekannt dafür, dass sie da ein bisschen rumbacken. So, graben wir uns im Schnee ein. Achso, wir sind einfach ein Riesenschneehaufen. Okay. Ah, wenn wir springen, kommen wir wieder raus. Okay, das hat 10 Minuten Abklingzeit. Können wir uns halt im Schnee quasi eingraben. Okay. Dann schauen wir uns das zweite an, die Lesebrille. Da setzen wir dann eine Lesebrille auf. Machen wir das mal. Ach du Scheiße, ich dachte, mein Char setzt jetzt eine Brille auf, aber... Ah doch, ich habe auch die Brille auf, aber es ist alles verschwommen. Interesting. Ich hätte ihn jetzt gern... Oder? Können wir... Warte mal, wenn wir das hier aufmachen? Ah ne, da sieht man es jetzt nicht, aber ich habe auf jeden Fall meinen Helm nicht mehr auf. Seht ihr das? Sieht schon ganz cool aus, die Brille, aber man sieht halt dann alles verschwommen. Naja, hat was tatsächlich. Okay, und das letzte, warte mal, klicken wir uns die Lesebrille mal weg, dass wir uns wieder ein bisschen besser sehen. Das dritte und letzte Toy, was wir haben, ist urzeitlicher Knüppel aus Klauen und Fell. Das ist, glaube ich, ein bisschen eine Anspielung auf das Item aus Classic, was Blizzard, warte mal, ich habe das, glaube ich, sogar noch. Da gab es auch bei den Furbolgs in Ashenvale, glaube ich, damals. Ah, hier. Diese Route der Transformation, da konnte man sich in den Furbolg verwandeln. Das ist irgendwann in Cutter rausgeflogen. Ich habe das mal aufgehoben, das Item. Und das müsste was Ähnliches machen. Jetzt muss ich mal kurz gucken, wo es ist. Urzeitliche... Ah, da haben wir es. Weil da verwandeln wir uns auch in den Furbolg. Jetzt hier natürlich schönes HD-Model. Ja, sieht ganz nett aus. Sieht zwar ein bisschen wild aus, weil er mit den Armen so krass hin und her wackelt, aber doch... Ist ein nettes Toy. Das Ding hält 5 Minuten und hat, 10 Minuten Abklingzeit. Also ihr könnt es quasi 5 Minuten anhaben, 5 Minuten müsst ihr warten. Ah, nice, ich kann auch in der Bärengestalt quasi hier rumlaufen. Dann seht ihr, zieht er auch die Waffe raus. Ja, hat was. Sieht nicht so schlecht aus. Gut, das war es eigentlich soweit, was ich euch zeigen wollte. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart bei dem kleinen Toy Guide. Sollten noch Fragen übergeblieben sein, dann schreibt die gerne in die Kommentare. Euer Chela, bis zum nächsten Mal. Ciao.